Ja, hallo und herzlich willkommen zu der 58. Ausgabe von TV Rupp. Wir stehen hier vor der Bib, weil wir uns noch immer mega darüber freuen, dass wir unsere Jacken nicht mehr in Spind hängen brauchen hier an der Bib. Ja, du sagst, es war immer sehr nervig, wenn man irgendwie ein Portemonnaie vergessen hat oder ein 2-Euro-Stück und dann stand man da einfach. Und hat gesessen oder ist aber wieder nach Hause gegangen. Und jetzt ist das nicht mehr notwendig. Nö, das könnt ihr jetzt gleich sehen im Beitrag. Schaut's euch an. Ungefähr 43.000 Studierende gehen täglich durch 72.000 Türen, auf einer Fläche von 630 Fußballfeldern. Das ist die Ruhr-Universität Bochum. An einer der 20 Fakultäten studiert auch Esma. Es ist Montag, 10 Uhr. Wie viele der anderen Studierenden braucht auch sie etwas aus der Bibliothek. Kurz vor Jahresende ist am meisten los. Doch seit Beginn des Semesters probiert die UB eine neue Regelung aus. Die UB startet ein Versuchsprogramm. In den Monaten Oktober bis Januar ermöglichen wir Ihnen den Zugang in die Bibliothek mit Jacken und Taschen. Wir haben uns vor Ort mit dem stellvertretenden Direktor der Universitätsbibliothek, Dr. Jörg Albrecht, getroffen, um uns das Experiment genauer erklären zu lassen. Ja, das ist einfach ein Experiment, mit dem wir herausfinden wollen, ob das Zulassen von Taschen und Jacken irgendwelche negativen Auswirkungen hat auf unsere neuen Möbel. Wir haben in den letzten 10 Jahren alles durchrenoviert, von A bis Z. Wir wollten es mit dem Semesterbeginn starten lassen, Anfang Oktober. Und wir haben ganz bewusst auch einen Zeitraum gewählt, wo richtig viel los ist in der UB. Wir haben Verstöße, keine Frage. Entscheidend ist, dass es keine Verschmutzung gibt, dass der Teppich sauber bleibt, die Möbel, die Sofas. Es gibt sehr positives Feedback. Viele Leute sagen, toll, endlich. Andere Bibliotheken um uns herum in Dortmund und in Duisburg-Essen haben das auch schon. Auch Esma nutzt diese Vorteile der neuen Regelung an der RUB aus, so wie viele andere Studierende. Ich persönlich habe keine Nachteile. Es ist alles angenehmer, ohne dass man sich ausziehen muss und alles einsperren muss. Vor allem jetzt ist auch jeder in der Lage, überhaupt in die RUB zu kommen, weil vorher war das halt so, wenn du kein Schließfach bekommen hast, dann bist du wieder gegangen, weil eine andere Möglichkeit hattest du nicht. Und deswegen ist es schon deutlich besser, mit Taschen hier reinzukommen. Ich finde das Besonderes gut, besonders im Winter, und weil zum Beispiel, ich möchte meinen Sack benutzen. Ich finde es an sich gut, weil dann kann man halt einmal alles, was man wirklich braucht, direkt in die Tasche tun und muss nicht noch umständlich das in die Spinne da vorne tun. Die Testphase kommt bei den Studierenden also sehr gut an. Ob diese Regelung beibehalten wird oder die Spinde wieder zum Einsatz kommen müssen, wird sich im neuen Semester zeigen. Wie ihr hier am Foodsharing-Verteiler-Kühlschrank sehen könnt, spielt auch das Thema Nachhaltigkeit für die Studierenden der Ruhr-Universität Bochum eine immer größere Rolle. Ja, ich war letztens im Urlaub und hatte noch den Kühlschrank voll. Dann dachte ich, was mache ich mit dem ganzen Essen? Schmeiße ich es weg oder was mache ich damit? Kam ich prompt hier hin, habe den Kühlschrank hier befüllt und konnte sich dann jemand anderes rausnehmen. Und was ihr mit so kleinen, süßen Beuteln alles anstellen könnt, um noch mehr Ressourcen zu sparen, seht ihr im nächsten Beitrag. Es geht um Nachhaltigkeit, um Zero Waste, ja, Verpackungsvermeidung im Alltag. Wir sind alle Studenten, die in dem Verein Enectus aktiv sind, und da wir alle die nachhaltige Idee sehr interessant finden und uns persönlich dafür interessieren,
haben wir uns dem Projekt Naturbar angeschlossen, das es jetzt schon seit ein paar Jahren mit immer wieder wechselnden Mitgliedern gibt. Es ist einfach nicht besonders verantwortungsvoll, wie mit dem Plastikmüll momentan umgegangen wird, so dass wir eben uns gesagt haben, okay, einerseits braucht man irgendwo Plastikgegenstände, man braucht Dinge aus Plastik, das ist klar, wo es halt auf sehr hohe Hygienestandards zum Beispiel ankommt, aber eben nicht im Supermarkt. Und dort, wo man es vermeiden kann, sollte man es auch vermeiden. Das ist unsere Devise. Also wir wollen diese Beutel unter anderem in den Supermarkt bringen. Und eben ein Bulk-Bin-System. Darunter kann man sich vorstellen, dass das solche Plastikröhren sind, in denen Trockenprodukte nachhaltig gelagert werden können. Und so wollen wir das Ganze auch massentauglich machen, weil wir nämlich die Idee hatten, dass viele Leute in Deutschland auch Interesse am unverpackten Einkaufen und am nachhaltigen Handeln haben, aber häufig noch nicht die Möglichkeit besteht oder sie irgendwie Kosten und Mühen scheuen, tatsächlich diesen Schritt zum unverpackten Einkaufen zu gehen. Im Allgemeinen werden wir natürlich durch Spenden finanziert, sehr viel, oder auch durch Wettbewerber. Dann hatten wir auch eine Crowdfunding-Aktion eine Zeit lang, da kam auch viel Geld rein von Privatpersonen. Das organisiert, um eben einerseits auf unser Projekt aufmerksam zu machen, andererseits eben halt auch auf die Umweltproblematik, dann halt auch, weil wir die Idee einfach gut finden und auch finden, dass man einfach einen Kleidertausch an der RUB haben sollte, weil wenn wir es nicht machen, wer macht es sonst? Also ich denke, dass das Thema Zero Waste und Nachhaltigkeit einfach immer größer wird und ich denke, dass wir da auch den Zahn der Zeit getroffen haben und auf die richtige Schiene aufgesprungen sind. Wir wollen halt natürlich nicht einfach nur unverpackt Einkauf ermöglichen. Das Ganze hat natürlich noch einen viel, ich finde, immer noch einen tieferen Hintergrund, denn das sich bewusst machen im Alltag, was kaufe ich eigentlich ein? Woher kommt das eigentlich? Wie wird das eigentlich hergestellt? Das kann man bei unserem Produkt noch ziemlich gut überblicken. Das finde ich halt wichtig, also diesen Gedanken zu vermitteln mit Naturbar und auch mit Zero Waste, mit diesem Minimalismusgedanke, dass es eben um das Wesentliche geht und dass ein gutes Leben nicht von Firlefanz Marketing bestimmt wird, sondern eben letztendlich von dem Wesentlichen. Das 53. Studierendenparlament hat sich in den letzten Wochen das erste Mal wieder zusammengesetzt. Genau, und im Dezember fanden schon die Wahlen statt und genau darum geht es im folgenden Beitrag. Waffel- und Glühweingeruch machten sich Anfang Dezember in den Fluren der Ruhr-Uni breit. Alle Jahre wieder werden nicht nur die Stiefel zum Nikolaus herausgestellt, sondern auch die Urnen zur Studierendenparlamentswahl. Mit weihnachtlichen Köstlichkeiten und Infomaterial versuchten die Listen und ihre Kandidaten, die Studierenden zum Wählen zu animieren. Aber hat sich der Aufwand gelohnt? Warst du schon wählen? Noch nicht. Nee, da wollte ich gerade hingehen. Ja. Noch nicht. Nein, tatsächlich nicht. Ja, war ich. Nein. Noch nicht. Ja. Nein, ich wollte sich noch nicht wählen. 44.241 Studierende waren zur Wahl des 53. Studierendenparlaments wahlberechtigt. Dieses Jahr konnten die Studierenden aus 245 Kandidaten von 10 verschiedenen Listen wählen. Doch, worum geht es eigentlich bei der Wahl? Weißt du, worum es bei der Wahl geht? Vertreter für das Studienparlament. Also ich kann Leute von meiner Universität wählen. Ja, es geht darum, dass man den Studienparlament wählt, der sich dann für die Studierenden bzw. die Wünsche und die Rechte der Studierenden einsetzt an der Universität.
So ungefähr wissen die Studis also schon, worum es geht. Um eine präzisere Antwort zu bekommen, haben wir uns mit dem Vorsitzenden des Wahlausschusses, Max Schumann, zusammengesetzt. Das Studierendenparlament ist die Vertretung der Studierendenschaft. Also die Studierendenschaft sind alle eingeschriebenen Studierenden an der Ruhr-Uni. Und das Studierendenparlament repräsentiert die Studierenden nach außen. Also verhandelt Verträge oder der Sozialbeitrag von den Studierenden, der eingezogen wird, das verwaltet das Studierendenparlament oder beschließt, was damit gemacht wird. Obwohl auf dem Campus viele Wahlplakate zu sehen sind, ist die Wahl nicht besonders präsent. Wie könnte man das verbessern? Vielleicht umfangreicher darüber informieren auf Instagram oder sowas. Noch mehr darauf aufmerksam machen. Also klar, vor den Gebäuden werden beispielsweise jetzt Waffeln verteilt oder sowas, aber am Anfang wusste ich gar nicht, wieso diese Waffeln verteilt werden. Und erst als ich nachgefragt habe, wieso das so ist, habe ich von der Wahl erfahren. Oder auch, es werden ja regelmäßig diese Flyer verteilt, aber vielleicht auch einfach im Internet noch mehr darauf aufmerksam machen, weil einfach mehr Leute, denke ich, dann davon erfahren würden. Es ist leider so, dass viele Studierende nicht wissen, was der AST ist, was die Studierendenschaft ist. Und das ist ein Problem. Ich weiß nicht genau, wie man das lösen kann. Ich habe es dieses Jahr ein bisschen versucht, oder der Wahlausschuss hat es versucht, ein bisschen die Wahl aktiver zu bewerben. Hat ein bisschen funktioniert. Ich weiß nicht, ob es daran lag oder auch im allgemeinen Trend, dass Politik vielleicht wieder interessanter wird. Aber ich habe leider kein Geheimrezept, um die Leute wieder daran zu interessieren. Also. Allen Wahlberechtigten haben in diesem Jahr 4.333 Studierende ihre Stimme abgegeben. Das entspricht ca. 9,8%. Zum Vergleich lag die Wahlbeteiligung 2018 bei rund 8,5%. Eine Steigerung. Aber woran liegt es, dass das allgemeine Interesse so gering ist? Wir sind nun mal Gremien und Vertretungen, wo man nicht einfach in Nachrichten anschalten kann oder Zeitung lesen kann und informiert wird, sondern wo man ein bisschen Eigeninitiative zeigen muss. Ja, dass es ein bisschen aufwendiger ist, halt informiert zu sein. Und wenn man davon nichts mitbekommt, wo wir natürlich auch immer ein bisschen dran schuld sind, dass wir vielleicht öffentlich wirksamer arbeiten müssen. Damit man die Wahlbeteiligung in den nächsten Jahren weiter steigern kann, müssen AStA sowie das Studierendenparlament sich auf dem Campus präsenter zeigen. Aber auch die Studierenden sollten etwas mehr Interesse an der Hochschulpolitik und dem Uni-Geschehen zeigen. Ja, das war ein Beitrag aus unserem letzten TV-Journalismus-Praxisseminar. Und wenn ihr auch Lust habt, euch auszuprobieren, dann meldet euch gern für das nächste Sommersemester an. Denn bei TV RUB habt ihr die Chance, eure Leidenschaft fürs Studium ins Bild zu bringen. Und wie das funktioniert, zeigt unser Kommilitone David. Herzlich willkommen bei TV RUB und einer weiteren Ausgabe in unserem Format TV RUB Lupe. Heute wird es um einen Film gehen und ich werde genau anhand dieses Films hier versuchen, Der König der Löwen, die Philosophie in diesem Film zu erklären und was es damit auf sich hat, auch mit dieser Sanduhr, das werde ich euch im Folgenden erklären. Ich habe den König der Löwen schon mehrfach gesehen, vor allem in meiner Kindheit und da sind mir ganz bestimmte Motive auch schon damals aufgefallen, wie zum Beispiel, dass es ja in dem Film eigentlich darum geht, erwachsen zu werden. Und erst jetzt, als ich dann aber erwachsen geworden bin und mir den Film zum, weiß ich nicht, 10. oder 20. Mal angeschaut habe, ist mir aber auch aufgefallen, dass es dort ganz besonders um die Philosophie geht und nicht nur um irgendeine Philosophie, sondern um Friedrich Nietzsches Philosophie in dem Werk Also sprach Zarathustra. Und dieses Hauptwerk von ihm, das kam 1883 raus und da beschreibt er das Konzept der ewigen Wiederkehr des Gleichen. Und dieses Konzept der ewigen Wiederkehr, das habe ich auch im König der Löwen wiedergefunden, weil hier es auch vor allem darum geht, dass man hier Mufasa hat, der sozusagen das Gesicht also einer Sonne darstellt und gerade die Sonne in Verbindung mit der ewigen Wiederkehr eine wichtige Rolle trägt. Und das zeigt sich dann zum Beispiel auch am Anfang dieses Films und auch am Ende, weil dieser Film ja auch in seiner Erzählstruktur wie in einem Kreis verläuft. Und Kreis ist auch das richtige Stichwort und Sonne, wenn es genau um diesen Songtext geht. Und da möchte ich gerade diesen Songtext jetzt zitieren und da heißt es wie folgt: Von Geburt an beginnt das Erlebnis, wenn wir uns zur Sonne drehen.
Es gibt mehr zu sehen, als man je sehen kann. Mehr zu tun, so viel mehr zu verstehen. Das Leben hier ist ein Wunder. Alles neu, alles endlos und weit. Und die Sonne zieht leis ihren goldenen Kreis, führt groß und klein in die Ewigkeit. Und im ewigen Kreis dreht sich unser Leben, dem Gesetz der Natur. Sind wir geweiht, wir sind alle Teil dieses Universums. Und das Leben ein ewiger Kreis. Und im ewigen Kreis dreht sich unser Leben, dem Gesetz der Natur, sind wir geweiht. Wir sind alle Teil dieses Universums und das Leben ein ewiger Kreis. Ja, und wie euch jetzt sicherlich auch aufgefallen ist, kommen da ganz bestimmte Schlagworte vor in diesem Songtext, wie der goldene Kreis, die Ewigkeit, das große Universum. Und vor allem spielt hier dann der Kreis eine wichtige Rolle, weil bei der ewigen Wiederkehr des Gleichen von Nietzsche geht es darum, dass er nämlich ein anderes Zeitverständnis hat, als wir das heutzutage haben. Denn er denkt sich die Zeit als einen Kreis. Also er hat ein zyklisches Zeitverständnis, während wir eher so daran denken, dass alles einen Anfang hat und ein Ende und das dargestellt wird durch eine Linie. Also wir kommen auf die Welt und wir kommen durch die Geburt auf die Welt und unser Leben endet dann durch den Tod und das denkt man sich dann so als eine biografische Linie. Nietzsche würde allerdings sagen, diese Linie ist aber also in Form eines Rings ein Kreis. Und gerade wenn wir dann gestorben sind, würde sich unser Leben wiederholen. Und zwar unendlich oft wiederholen, weil wir gebunden sind an die Zeit. Und wir aber gleichzeitig auch sterben, weil das ja Fakt ist, dass alles, was aus Materie besteht, irgendwann stirbt. Aber es wiederholt sich gleichzeitig auch. Und diesen Gedanken findet man nicht nur bei Nietzsche, sondern auch in anderen Werken. Und hier haben wir jetzt ein Werk, worin die ewige Wiederkehr des Gleichens auch schon aufgenommen wurde, aber in einer anderen Form als jetzt bei Der König der Löwen. Und hier sieht man aber auch, dass hier zwei Schlangen sind, die sich in den Schwanz beißen, wo die Schlangenköpfe dann den Anfang darstellen und die Schwänze das Ende. Und die sind dann miteinander verbunden, was symbolisieren soll, dass das Leben immer wieder von Neuem beginnt. Und dass das Leben immer wieder von Neuem beginnt, bedeutet, dass man dann immer wieder das absolut identische Leben führt. Das ist sehr schwierig zu verstehen. Das ist auch gerade, wie Nietzsche selber gesagt hat, sein schwierigster Gedanke, aber auch sein schwerster Gedanke, weil dieser Gedanke sehr schwer auf einen lastet, wenn man erstmal begriffen hat, dass sich das eigene Leben immer wieder wiederholt. Weil im ersten Moment denkt man dann ja daran, dass ja alles sehr monoton ist, dass man nichts machen kann, keine Willensfreiheit hat, weil das nächste Leben wird ja auch absolut identisch so sein. Allerdings geht es aber auch bei diesem Gedanken darum, zu sagen, ja, es ist so, man muss es akzeptieren, aber man hat ja auch ein Gefühl der Freiheit, was man jetzt in dieser Sekunde tun kann. Und man kann immer noch entscheiden, was man jetzt tut, damit man die Zukunft beeinflusst. Und dann begreift man diesen jetzigen Moment als einen unendlichen Moment, der sich eben dann immer wieder wiederholt. Und ja, das findet sich dann nicht nur in diesem Werk wieder, sondern das findet sich dann auch in einer anderen Form wieder, zum Beispiel in Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Das ist auch ein Klassiker der Weltliteratur. Hier haben wir allerdings ein Drama und eine Liebesgeschichte. Bei Die unendliche Geschichte handelt es sich vielmehr um ein Kinderbuch und eine Fantasy-Geschichte, während es beim König der Löwen um einen Kinderfilm geht und um ein Musical. Also, man kann auch sagen, die ewige Wiederkehr des Gleichen kehrt nicht immer absolut identisch wieder in unserem eigenen Leben, sondern man nimmt dieses Motiv und man zeigt verschiedene Varianten und lässt dieses Motiv immer wieder auftauchen in verschiedenen Genren. Und ich finde da jetzt ganz interessant, auf den König der Löwen einzugehen. Ja, und in dieser Szene sehen wir, wie Mufasa mit seinem Sohn Simba auf dem Königsfelsen sitzt und wie die Sonne gerade am Aufgehen ist. Und daraufhin erklärt Mufasa seinem Sohn, was es mit der Herrschaft eines Königs auf sich hat, denn Simba wird ja später auch irgendwann König sein. Und daraufhin sagt er, dass die Herrschaft eines Königs genauso wie die Sonne auf- und untergehen wird. Und daraufhin sagt Mufasa auch noch, dass man aber als König Grenzen zu respektieren hat.
dass man auch die Tiere wertschätzen muss, vor allem die kleinen Ameisen, aber auch die Antilopen. Und er sagt dann auch, dass alles sich in einem empfindlichen Gleichgewicht abspielt. Und Simba fragt daraufhin, ja, aber wir Löwen sind doch diejenigen, die Antilopen fressen. Und Mufasa sagt, ja, sicher, aber irgendwann werden auch wir sterben und wir werden dann zu den Gräsern. Und in diesen Gräsern ist unser Geist und die Antilopen fressen diesen Geist. Und das stellt dann diesen ewigen Kreislauf dar. Im ewigen Kreis des Lebens. Und in der nächsten Szene unter dem Sternenhimmel sehen wir dann wieder Simba und Mufasa. Und Mufasa hat dann wieder ein Gespräch mit seinem Sohn und er erklärt ihm, oder er sagt ihm besser gesagt, dass er zu den Sternen hochblicken soll, denn dort oben würden sich die großen Könige der Vergangenheit befinden, die auf uns herabblicken würden. Und wenn Simba sich irgendwann mal einsam fühlen sollte, dann soll er daran denken, dass diese Könige der Vergangenheit auf ihn herunterschauen. Und dann würde er sich nicht mehr so alleine fühlen. In der nächsten Sequenz sehen wir, wie Simba und Timon und Pumba unter dem Sternenhimmel liegen. Und damit knüpft diese Sequenz auch genau an die vorherige an, in der nämlich dann Mufasa und Simba unter dem Sternenhimmel waren. Und jetzt stellt sich Pumba die Frage, was es denn eigentlich mit den leuchtenden Pünktchen da oben auf sich hat. Und Timon antwortet darauf, dass es sich um Glühwürmchen dabei handeln würde. Und Pumba denkt aber, dass es eigentlich Kugeln aus Gas wären, die in Milliarden von Kilometern entfernt wären. Und Timon entgegnet daraufhin, ja, bei Pumba würde irgendwie alles aus Gas bestehen. Und Simba erinnert sich aber an seinen Gedanken, den sein Vater ihm mitgegeben hat, nämlich, dass er ihm erzählt hat, dass dort oben die großen Könige der Vergangenheit seien und auf uns alle aufpassen würden. Und das finden dann Timon und Pumba irgendwie komisch und dann fangen sie plötzlich an zu lachen und Simba findet das dann aber nicht so toll und es entsteht eine sehr traurige Stimmung. Und in der nächsten Sequenz, kann es wirklich Liebe sein, sehen wir dann, wie Simba und Nala wieder zueinander finden und damit schließt sich dann wieder ein Kreis in dem Film, weil gerade am Anfang des Films Sasu, der Vogel, den beiden prophezeit hat, dass sie zueinander finden werden, wenn sie mal erwachsen sind. Und jetzt sind sie erwachsen und finden zueinander. Und das finden Timon und Pumba gar nicht gut, weil sie dann glauben, dass sie nun, also Nala, alles für ihn bedeuten würde und dass darunter dann die Freundschaft von Simba leiden würde. Und Timon sagt dann, dass er es jetzt schon kommen sehen würde, dass sie das A und O ist. Also A und O stehen hier für Alpha und Omega, Anfang und Ende. Und genau das steht auch für den unendlichen Kreis. Und in der nächsten und letzten Sequenz sehen wir, wie Simba endgültig in den ewigen Kreislauf zurückkehrt, denn er begegnet seinem Vater, der in Form eines Geistes im Himmel erscheint. Und Mufasa sagt dann zu Simba, dass er ihn vergessen hätte, aber Simba sagt, nein, er könnte ihn niemals vergessen. Aber Mufasa sagt, doch, du hast mich vergessen und du weißt nicht mehr, wer du bist und du musst aber auf dein Herz hören, um deiner Bestimmung zu folgen. Und du musst vor allem auch deinen Platz im ewigen Kreislauf einnehmen. Aber Simba weiß nicht genau, wie er das machen soll und weil er nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. Und er gibt sich ja auch die Schuldgefühle an dem Tod seines Vaters. Und Mufasa sagt dann aber, vergiss niemals, wer du bist. Du bist mein Sohn und der wahre König und du musst wieder zurückkehren und dich erinnern. Vor allem, du musst dich erinnern. Und Simba möchte aber nicht, dass er ihn verlässt. Und später taucht dann auch noch der Affe auf, Rafiki, der ihn endgültig zeigt, wie man denn zurückkehrt nach Hause. Was war das? Das Wetter. Bah. Ja, wie wir schon festgestellt haben, geht es im König der Löwen darum, eine große Kreisbewegung aufzuzeigen, von Anfang bis zum Ende. Aber durch die einzelnen Sequenzen kann man ja nochmal gut feststellen, dass es nochmal kleine Kreisbewegungen gibt, wenn zum Beispiel in einem Dialog von irgendeinem Thema die Rede ist und dieser Dialog dann später nochmal aufgegriffen wird und damit sich dann ja der Kreis schließt. Und
Das kann man auch ganz gut, wenn man da nicht nur in die Tiefe schaut, sondern auch noch in die Weite schaut, auf unsere Geschichte anwenden. Der König der Löwen kam ja 1994 raus und vor dem König der Löwen gab es ja auch dieses Motiv und Nietzsche hat das ja schon aufgegriffen und es geht ja noch weiter zurück bis in die Antike. Aber der König der Löwen jetzt zum Beispiel, der beruht sich ja eigentlich auf die japanische Anime-Serie, in der es da um einen weißen Löwen geht, der Kimba heißt. Und da gibt es ja schon diese Parallelität zwischen Kimba und Simba und ganz bestimmte Kameraeinstellungen sind auch so ähnlich wie im König der Löwen. Also hier hat der König der Löwen etwas aufgegriffen, was es schon vorher gab. Aber wie wir auch zurückblicken können, gab es dann ja auch noch eine Fortsetzung vom König der Löwen selbst in Form von Teil 2 und 3. Und da hat man dann auch gesagt, ja, wir müssen das weiterführen und wir wollen noch nicht zu unserem Ende kommen, also zu dieser Endbewegung in diesem Kreis. Und das zeigt sich dann auch darin wieder, dass wir dann 2011 den Film Der König der Löwen dann nochmal hatten im Kino, der dann absolut identisch rauskam von seiner Erzählweise und von seinen Bildern, nur eben mit dem Unterschied, dass man gesagt hat, wir zeigen den Film jetzt in 3D. Das war dann der einzige Unterschied. Also eine ewige Wiederkehr des Gleichen hatten wir da, nur in Form einer anderen Variante, einer anderen technischen Variante. Und wenn man dann nochmal in die kürzeste Vergangenheit schaut, dann haben wir dann auch noch das Remake vom König der Löwen, das 2019 rauskam. Und da ging es ja darum, dass der Film in CGI verfilmt wurde, also auch nochmal technisch aufgewertet wurde. Der Film war auch nochmal eine halbe Stunde länger. Und das stellt ja eigentlich auch wieder genau das dar, was die ewige Wiederkehr sagt, nämlich dass alles wiederkehrt, die gleiche Geschichte des Lebens, aber eben in einer anderen Variante. Und sozusagen würde ich mal die These aufstellen, dass auch vielleicht dieser Moment, der jetzt gerade passiert, wiederkehren wird. Und ich würde dann auch sagen, ja, die Zeit, die ist jetzt nicht zu Ende gekommen, sondern man muss die Sanduhr einfach wieder umdrehen. Und das geht dann unendlich so weiter. Das war's für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram und Facebook für ein paar Hintergrundinformationen. Und bleibt bei uns auch im nächsten Semester, auch wenn ihr schon alle Kurse gewählt habt. Wir wünschen euch die Besten natürlich und von daher bis demnächst. Tschüss! Tschüss!